Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, ich habe heute den ganzen Vormittag diese Strategie getestet mit dem Sandwurm Wespe, ne, wo man den Sandsturm macht, damit die Wespen nicht getroffen werden. Wie das halt so ist, bin die zweimal in meinem Leben schon begegnet, beide Mal gegen verloren. Und ich habe die jetzt, ich glaube, 6 Spiele gemacht und 5 verloren, nur eins sind gewonnen. Also, es ist bei jeder Strategie so, dass man die wahrscheinlich erst hart lernen muss. Ich habe sie wieder zu den Akten gelegt danach. Ich glaube auch nicht, dass sie besonders stark ist, aber ich hatte den Eindruck bei mindestens 4 oder so der Spiele, dass die Gegner wussten, was passiert, ne? Weil die Wespenstrategie, man zeigt halt mit der Wespe genau an, wie man die spielt, was man machen möchte später. Und dann holt halt keiner den Reichweiten-Mustang, der dann ausgeschaltet wird vom Sandsturm. Das passiert dann einfach nicht. Ja, so war das in all den Spielen gewesen, bis auf eins. Ich glaube, die war schon zu bekannt wahrscheinlich früher gewesen, dass da jemand noch drauf reinfällt. Wo ich bin drauf reingefallen. Obwohl das noch nicht mal reinfallen das richtige Wort, das war ein Sonderspiel beim letzten Mal, aber nichtsdestotrotz. Die habe ich heute Morgen geübt. Ich gucke, wenn ich sie mal einbauen kann, ich sie noch einbaue. Aber ich kann euch gleich mal zeigen, worauf man achten muss, weil ich die dann doch jetzt heute zumindest einmal nochmal gesehen habe bei einem. Das wäre vielleicht ein interessanter Punkt. Boah, das ist doch ganz okay, ne? Die one-shotten das meiste. Mustang Start. Wird wahrscheinlich irgendeine Seite rushen, ne? Ist ja eigentlich immer so. Ne, passt nicht. Aber sehen. Okay. Also den einzigen Musterstart, den ich derzeit als valide kenne, ist, wenn man das Headquarter rusht. Meine Raketen natürlich jetzt nicht ganz so sinnig. Axien haben auch direkt die Arclight links und rechts ausgeschaltet. Ja, also Arclight Reichweite oder Schaff davor oder beides. Und Arclight gegen schnell ist natürlich nie gut. Kann man glaube ich immer nehmen. Also wir brauchen auf jeden Fall die Reichweite, um das ganze Zeug zu töten, was da kütt. Und einer gegen den Marksman und einer auch davon. Dann versuchen wir das ein bisschen besser zu tanken hier. Genau. Kriegt er wahrscheinlich nicht viel raus, diese Runde. Aber für Late Games ist das eine sehr starke Fähigkeit. Geld über. Wie Heu. Hat das ja irgendwie komisch aufgestellt, ne? Denn mit der Wespe? Ist das vielleicht so ein Versuch, dass er jetzt die Wespen holt? Hoffe, dass ich klassisch mit dem Mustang reagiere und dann den Sandwurm. Ich würde trotzdem Mustang holen, oder? Zur Not müssen wir halt dann umstellen. Wir holen ihn trotzdem.
Und Level, klar, nehmen wir mit. Immer schön, wenn man das Zeug hat. Genau. Noch ein Satellit opfern. Er stellt ja einen Crawler dahin. Okay. Ja, die Adri kann ich gleich verkaufen. Die ist nicht verantwortlich für das Ergebnis hier. Die macht ja förmlich gar nichts. Jetzt hat er mir einen Grund gegeben, die zu verhökern. Also das können wir gerne machen. Ich habe jetzt gar nicht aus dem MMR geguckt, aber es sieht auf jeden Fall komisch aus, was der da spielt nonstop. Ob er das mit dem Marksman machen möchte? Also dann sollte ich keine Single-Targets holen, aber das ist ja auch gar nicht notwendig im Moment. Für die Long-Range-Schüsse. Ja, dicke Panzer eventuell. Machen wir das lieber für den Artillerie-Schuss von hinten. Genau, meine Artillerie können wir auf jeden Fall verhökern. Wenn ich da nicht investiere, kommt da nichts mehr raus. Der hat ja eine unendliche Raketenabwehr inzwischen. Das werden wir uns einfach dann irgendwie hier dazu verteilt. Levels gegen Satellit hauptsächlich. Ja, eine Reichweite für die beiden, aber da müssen wir noch keinen dritten mehr holen. Das passt dann schon. Und ansonsten noch ein Arklet auf der rechten Seite. Weiß noch nicht. Ja, die Adlerie verkaufe ich gleich. Für den Crawler bräuchte man vielleicht irgendwas, was tankt. Und dann gehe ich vielleicht selber jetzt auf die Wespe, oder? Also die Marksman und eigentlich alles daraus nehmen. Klar, der hat jetzt die ganzen Mustangs, aber der müsste ja, ne, hat ja schon ein Upgrade vergeben, was nichts macht. Der müsste ja ein anderes vergeben mit extra Premium. Also das, glaube ich, eine eigene Wespe zu organisieren, gar nicht so verkehrt. Wenn ich die in der Adlerie-Kanone mache, dann müssen wir gleich mal gucken. Artly Asset im Late Game, falls dann viele Giants auftauchen, damit die Wespen alles one-shotten. Tank hier machen. Kann man das eigentlich kombinieren? Nie versucht. Die schießen ja dann schneller mit dem Artillerie-Schuss, ne? Potenziell. Vielleicht einfach mal testen. Okay. Genau, also wir verkaufen den da weiter. Und dann holen wir jetzt eine eigene Wespe dazu. Artillerie-Schuss. Ich probiere es einfach mal aus. No risk, no fun oder so, ne? Und da links dann vielleicht sogar gleich den Sandwurm. Weil ich da schon eine Menge Sachen mische. Ist wahrscheinlich keine ratsame Strategie. Also wenn er gleich Reichweite ausgibt und dann eventuell die Flugabwehr nachher noch, dann wird der Sandwurm halt ultramäßig, ne, dann alles kontert.
Ich befürchte, dass die Adlerkanone ziemlich gar nichts bringt. Das war eine sehr dumme Spielerei. Also wenn, müsste ich dann noch Acid für vergeben, damit dann ein anderer da drauf schießt. Das war, glaube ich, sehr sinnbefreit. Mal sehen. Ja, schießen ja genug Leute drauf, aber der muss halt diese Blobs mit Essig vergeben. Also Acid. Aber es sieht witzig aus. Und er schießt die halt schneller. Er schießt ja nochmal langsamer. Und jetzt wieder schneller. Wir gehen mal Assault. Ja, pack mal den Sandwurm dabei. Genau, dann geben wir denen jetzt auch schon mal Reichweite. Einfach Sandwürmer bauen. Es ist halt sehr gefährlich, mit den Sandwürmern zu arbeiten. In dem Setup hier. Der muss ja nur ein Melting da hinstellen irgendwo, ne? Na, wir gucken es uns mal an. Und dann jetzt alle Go-Go. Hat er die Reichweite ausgegeben? Da kommen wir der Sache schon näher. Problem ist halt, dass ich jetzt keine guten Wespen habe, ne? Dass ich das jetzt irgendwie rechtfertigt dafür den Sturm auszugeben. Obwohl das ja alle tatsächlich die Reichweite nimmt, aber... Wie viel wird die Sandwürmer beschützen, ne? Vielleicht auch ein einzelner Fieber oder was war das gerade? Also ich ziehe es jetzt einfach mal kurz durch mit der Wespen-Sandwurm-Strategie. Ich glaube, dass es ein Fehler in der Situation sein könnte. Weil die Sandwürmer zu schnell gefokust werden. Und die Wespen einfach zu wenig Umf in der Backline haben, um das zu rechtfertigen, das Rieseninvestment. Ich investiere halt irgendwie 2/3 in die Tanks und 1/3 in den Damage und das ist immer ein GG-Move. Aber dann kann ich euch die Strategie einmal zeigen. Aber ich denke, das wird richtig Aua. Und die Artillerie-Geschütze kann ich auch nicht mehr verwenden dabei. Also das ist, glaube ich, nichts, was da zusammenpasst, unglücklicherweise. Genau, aber wir ziehen es jetzt einfach mal durch und habt das einmal gesehen. MMR ist ja nicht alles in dem Leben. So, und dann kommen die nochmal Wespen dazu. Genau, und dann sollen die da durch. Und mehr Schaden brauchen die Freunde für sowas. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, die müssen sich erst ausbuddeln, ne? Und da können die Wespen gerne nochmal einen Schritt nach hinten gehen. Damit das besser funktioniert. Naja, und die Steeballs holen die ganzen Dinger weg. Aber der Sandsturm, der bleibt erstmal erhalten eine Zeit lang. Die Steeballs klappen halt, weil ich einen Artillery-Schuss ausgegeben habe. Sonst würden sie die halt One-Shot. Mit dem Artillery-Schuss schaffen die gar nichts mehr gegen die Steeballs. Aber die haben jetzt die Reichweite verloren. Vielleicht kommen die Würmer durch. Nee, tot. Also Marksmen töten die Würmer, Steeballs töten die Würmer. Ich sag ja, das war auf jeden Fall das falsche Szenario, um das einzulocken, ohne jede Frage. Aber so sieht die Strategie dann aus. Ne? Und die Mustangs schießen die Wespen nicht mehr ab, wie man hier ganz gut sieht, glaube ich, überall. Er hat ja haufenweise Mustangs und ich habe immer noch alle Wespen im Late Game. Aber wie ich gesagt habe, ich habe halt eine Tank-Geschichte und keine Damage-Geschichte und dann ist das halt durch. Ne? Also das hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn ich das mit den Skorpionen schon eingeloggt hätte, weil ich jetzt zwei verschiedene Strategiestränge versuche zu mischen, die nicht zusammengehören. Okay, da geht er jetzt ins Schild. Okay. Du, 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 du. Genau. Einfach mal alles ausblasen hier. Naja, der droppt auch die ganze Zeit Sachen, also das müsste man rückgängig machen können, das wäre super. Ich versuche es jetzt einfach mal damit, aber meine Würmer sind dann eh tot. Die Wespen haben auf jeden Fall ein bisschen gelevelt. Noch ein Wurm. Reichweite. Ja, nochmal ein Crawler dazu für den Stil-Dings da rechts. In der Mitte ist, glaube ich, nochmal Platz für einen. Okay. Das sind Panzer, die der links herstellt, ne? Egal. Muss zu zweiter dran gehen. Der hätte noch ein Level gebraucht. Kann ich aber verkaufen, oder? Dann können wir das hier unserer guten Wespe geben.
Okay. Tankiness. Go-Go-Faktor. Anti-Öl. Die erste Reihe sofort tot. So, der Sandsturm über die gesamte Map ist für die Westen von hinten relativ safe im Ballern. Aber hat eh noch keine Flugabwehr ausgegeben. Aber wieder, die Westen haben noch zu wenig Schaden für meinen Geschmack. Scheint aber zu reichen. Genau, aber so sieht die Strategie dann auf jeden Fall aus. Ich würde sie euch nicht empfehlen, ganz ehrlich. Egal, wie das jetzt hier in dieser Runde aussieht. Oh, den dicken da. Einfach nochmal ein bisschen Tankiness dabei packen. Wer tankt, gewinnt oder so. Kann ich die Backline nicht einfach hier? Überlebt er das noch so gerade? Einfach mit die wegziehe. Damit ich noch ein bisschen stärker durch die Front kommen kann. Vielleicht ist es zu teuer dafür. So, weiter geht's. Und verkaufe ich gleich nochmal eine. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Dinger funktionieren. Hier vorne, die wurden gerade gewonshottet, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Das war nicht so gut. Da müssten auf jeden Fall dann nochmal irgendwie Wespen ran. Schon mal das ein bisschen. Na. Was können wir hier denen geben? Da machen wir Elite für die Wespen. Haben sie noch nicht genug Level, aber bevor die gar nichts machen. Mehr Sandstürme ranholen. Okay, die wird jetzt hier geopfert, die Wespe. Damit die erste Reihe da überlebt. Die wurde ja gerade alle weggesniped, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nicht so dolle. Jetzt habe ich keine Reichweite mehr. Nee, dann verkaufe ich einen von denen. Die Reichweite will ich auf jeden Fall haben. Und auch noch eine Wespe dazu. So, die rechte Seite geht schon mal weg von der Front. Er hat jetzt seine Luftabwehr ausgegeben, aber das kostet natürlich jetzt astronomisch viel für ihn, ne? Astronomisch viel. Und die Frage, wie effektiv das halt jetzt wird, wenn ich den Sandsturm ein Stück weiter nach vorne trage. Im Moment stehen sie außerhalb des Sturmes und da funktioniert es leider. Ich brauche nochmal einen Sturm. Rechts, da haben wir einen. Alle im Nahkampf. Sind, glaube ich, fast noch zu viele. Mal sehen. Noch ein Wurm über? Ist da irgendwo ein Wurm unterwegs? Boah, jetzt ein Sandsturm da vorne, ne? Ich glaube, der Wurm ist aber schon lange tot. Headquarter. Ja, die werden mich da massakern. Ein Wurm hätte noch gefehlt. Also ich sage euch, wenn ihr die Skorpione komplett rausnehmt und das investiert halt in eine sinnvolle Backline, die Schaden macht oder sowas, dann hätte das wahrscheinlich funktioniert. Noch einen, immer drauf. Genau, alles ausknipsen, wenn es geht. Ja, wieder die Wespen. Ja, wie machen wir das jetzt da am besten? Unendlich viele Würmer dazu packen. Die müssen an diesen Marksmännern dann vorbei, die 32.000 Schaden und mehr machen pro Schuss. Also die One-Shotten halt diese Dinger einfach, wenn die da hochkommen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kriege halt die Sandsturm nicht in die richtige Position, leider. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, was jetzt die beste Antwort hier wäre zu holen. Feuerraketen für den Gegner und hoffen, dass das nicht schildet.
Jetzt zu weit vorne für die Feuerraketen-Spam. Und dann müsste natürlich noch ein Öl dabei. Ja, Panik. Einfach Panikklick gemacht. Bringt natürlich nichts, einen Satelliten zu packen, aber keine Zeit, ne? Ich will die halt abbrennen mit dem Feuer. Jetzt wäre noch Öl gut gewesen. Ja, die mag man, die One-Shotten halt diese Dinger. Deswegen tanken die nicht lang genug und bringen die Stürme auch nicht weiter nach vorne, ne? Und meine Dinger da, die machen eigentlich gar nichts. Gefühlt, obwohl der Link hat jetzt tot gemacht, aber das hätten die Westen auch geschafft. Also wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, macht das aber einfach ohne die Skorpione, ne? Ja, hat funktioniert. Die Mustangs haben die alle aufgelöst und da geht er raus. Dieses Rage-Quitten ist sehr populär im Moment. Genau, so sieht es auf jeden Fall aus, ne? Und die leveln dann irgendwann auf und alles und die holen nur den Sturm da rein und fertig. Was halt hier jetzt mir geholfen hat, war auf jeden Fall, dass der halt das am Anfang ausgegeben hat. Ne? Das hat ihn komplett in die Sackgasse befördert und dann war das astronomisch teuer. Das war, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Genau. Jo. Warum hat das jetzt letzte Runde so gut geklappt? Ich könnte es euch gar nicht genau sagen. Hat das Feuer die jetzt alle flambiert? Also der hat 0 Kills, der hat 2 Kills, aber das Feuer ist ja eh nicht drauf auf den Dingern. Ich guck mal gerade im Replay. So, die Runde war das hier wohl gewesen. Also mal kurz angucken, woran es gelegen hatte. Ja, also das war ein Rieseninvestment hier mit den Dingern. Also ich sehe nicht, dass sich das rentiert hat. Vielleicht gibt es ein bisschen toxisch, was man gut getroffen hat. Da links habe ich es einmal gesehen bei dem Vulken. Aber da ist ja nicht genug Tankiness da, um das zu rechtfertigen. Ne? Also die zwei toxischen Patches, da ist die Gefahr eher größer, dass hier mein eigener Wurm da drin steht. Ne? Und ich habe hier oben dann noch den Erzeug gehabt. Also das ist, glaube ich, der Käse. Die Frage, ob das Feuer irgendwas gemacht hat, war ja sehr viel einfacher und ich habe nur das Feuer geholt, diese Runde. Gucken wir mal. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie in Massen abgebrannt werden da hinten. Aber das Feuer war das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Ich glaube, ich hätte locker nochmal irgendwie Öl holen müssen. Hätte ich nochmal für 150 irgendwas lieber verkauft. Dann schauen wir mal. Hätte ich Öl geholt, wäre das Spiel sofort vorbei gewesen. Eigentlich sollte man das immer machen, wenn der Gegner so eine squishy Armee hat. Da steht dann der Gülle drin. Der Panzer ist tot. Da steht ein bisschen was im Feuer. Also wenn nicht noch eine Raketensalve rauskommt, würde ich sagen, war das Feuer sinnbefreit. Da kommt das Feuer. Ich habe das jetzt gar nichts kommen sehen, die Raketen, hä? Aber es brennt auch hier stückchenweise da vorne. Aber ich stehe selbst in der Gülle, oder? In dem Acid. Da hat er den dann ausgelöscht. Also das Acid steht auf jeden Fall bei den Gegnern drauf. Dann können die Westen den ja auch one-shotten. Vielleicht hat das Acid ein bisschen funktioniert. Das Feuer hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Dann war das vielleicht wirklich, dass die Westen schon den Level hier haben. Also der hat zum Beispiel 100.000 Schaden gemacht, die ab, ne? 60.000 Schaden, ne? Und die Marksmen mussten dann eben mit Westen kämpfen. Was natürlich für Marksmen, klar, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, fast schon random die Runde angefühlt. Hat der Sturm irgendwie geholfen am Anfang, ne? Das wäre so nochmal die Frage hier. Ist ja ein großes Investment. Sind ja mehrere Würmer. Sturm ist ja auch keine preiswerte Fähigkeit. Weil die Mustangs standen, glaube ich, nicht im Sturm größtenteils drin, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das geholfen hat. Also. Hätte ich es ohne Sturm vielleicht eh nicht geschafft. Im Moment ist halt auch mein Eindruck, dass ich von dieser Strategie halt weggehe, immer wenn ich hier spiele, dass ich die Mustangs nur selten gezielt in diesen Sturm reinbekomme und davon profitiere, von der Strategie. Also eigentlich könnte ich die Westen in der Konfiguration auch ohne den Sturm spielen, ist oft mein Eindruck gewesen. Und das kostet ja ein Vermögen, das Zeug, ne? Aber man sieht, wie schnell die Westen noch aufgelevelt haben, obwohl ich die sehr spät geholt habe. Ja, keine Ahnung, das hat sich random angefühlt, das Spiel. Ich bin weg. Ciao, ciao.